Joho, meine kleinen Farmer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder was ganz Spezielles für euch. Und zwar kam ja die letzten zwei Tage kein Video, aber das hat einen Grund. Und zwar bin ich momentan im Bereich Modding bzw. Mapping sehr stark beschäftigt. Zum Beispiel sitzen wir jetzt gerade in einem Scania. Den habe ich mir einfach runtergeladen. Nicht wundern, was ihr da aus dem Fenster seht. Das ist einfach nur eine Test-Map, die natürlich noch komplett aufgebaut werden muss. Also wir sitzen hier in einem Scania auf jeden Fall, haben hier schönen Anhänger hinten dran und ja, hier hört sie dann auch quasi schon auf. Das ist jetzt einfach nur ein kleiner Test, um euch mal zu zeigen, was ich so die letzten Stunden, Tage so gemacht habe. Ich habe auch einen kleinen Zeitraffer davon gemacht, die werdet ihr irgendwann mal zu sehen bekommen, wenn die Map dann mal fertig sein sollte. Also, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ihr eine Autobahn haben wollt und das mehrfach, unter anderem, dass auf der Autobahn irgendwelche Baustellen passieren sollen, dass da mal Straßenmäharbeiten sein sollen. Ich habe mir echt fast jeden Kommentar angeguckt und ich muss sagen, da war echt cool, also viel Cooles dabei und deswegen zeige ich euch schon mal hier die nicht fertige Map. Quasi als Entschuldigung dafür, dass jetzt die letzten zwei Tage kein Video kam. Deswegen seht ihr hier schon mal die Premiere. Also, ganz wichtig, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute in die Tasten klimpern. Nein, diese Map ist nicht fertig und nein, sie wird nicht so aussehen. Und ja, da fehlen noch einige Dinge, wie zum Beispiel die Mittelleitplanke. Dann hier außen fehlt noch was. Die ist ja noch längst nicht fertig. Da vorne sind die ganzen Straßen, die ich benutzt habe. Die benutze ich auch so weiter. Ja, so schaut es auf jeden Fall aus. Das wirkliche Highlight bislang an der Map ist hier vorne. Und zwar eine Autobahnbrücke inklusive Abfahrt. Also die Markierungen müssen natürlich noch gemacht werden. Hier müssen wir mal kurz die Straße verlassen, weil da vorne sind irgendwelche Brückenarbeiten. Deswegen fahren wir jetzt mal ganz langsam hier hoch, schön mit 50 km/h. Deswegen, das wird auch noch ein bisschen umgeändert. Aber ich fand das schon mal ziemlich cool, dass es hier zumindest funktioniert, dass man dann hier hochfahren kann. Also dann könnt ihr entweder, wenn ihr links abbiegen wollt, euch hier links einordnen. Oder wenn ihr rechts fahren möchtet, fahrt ihr einfach rechts. Ich werde da auch noch Richtungspfeile machen. Auf jeden Fall könnt ihr dann jetzt zum Beispiel hier so herfahren. Und sage ich mal, wenn ihr wieder hier runter wollt, fahrt ihr einfach wieder hier runter. So. Klar, das hier mit dem Terrain und so weiter sieht noch nicht schön aus, aber ja, das wird ja noch alles gemacht. Und dann könnt ihr hier wieder einfach auf die Autobahn drauf fahren. Blinken nicht vergessen. Und dann seid ihr auch schon auf der Autobahn drauf. So. Oh, da hat irgendein Kollege eine Panne. Na, ich weiß nicht. Wir halten mal nicht an. Weil das ist zu gefährlich auf der Autobahn, auch wenn hier jetzt gerade nichts los ist, aber trotzdem. Ja, und dann fahren wir jetzt einfach mal hier wieder zurück. Also, wie bereits gesagt, es ist noch nichts fertig, bis auf diese kurze Strecke. Aber die hat es auch schon in sich gehabt. Also, das dauerte auch schon seine Zeit. Deswegen, ich habe aber seit Mapbeginn, glaube ich, alles aufgezeichnet. Deswegen, das könnt ihr euch dann hinterher mal im Zeitraffer angucken. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So. Klar, hier wird es auch zweispurig. Hier hatte ich erstmal diese eine Spur weitergebaut. Und jo. So schaut es dann aus. Das war jetzt eine etwas längere Kurve. Und dann geht es da hinten geradeaus weiter. Und dann geht es weiter auf die nächste Autobahn. Ja, Freunde, so schaut es auf jeden Fall aus. Ich habe damit noch was ziemlich Geiles vor, was ich geplant habe. Nur dafür muss die Map erstmal fertig werden. Deswegen. Aber sobald sie fertig ist, werde ich euch verraten, was es Cooles ist. Ihr könnt mal gerne eure Wünsche noch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch gerne auf dieser Map hättet. Also jetzt keine Feuerwache oder sowas. Es soll quasi eine Autobahn-Map sein. Deswegen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, ciao, ciao.